Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In diesem Video geht es wieder um meine latest Pickups. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, in diesem Video zeige ich euch meine latest Pickups. Ein paar Sachen, die ich mir bestellt habe, ein paar Sachen, auf die ich sehr lange gewartet habe. Beziehungsweise eine Sache, die jetzt auch endlich gekommen ist. Ein bisschen was Neues, ein bisschen was wir uns zusammen anschauen. Deswegen will ich gar nicht lange drum herum reden. Wir fangen einfach mal an mit den Pieces. So Leute, Piece Nummer 1 habe ich gerade schon an und das ist auch quasi so im Moment mit so eins meiner Highlight-Pieces und das ist mein neuer Strickpullover und zwar von Ori NYC, ist eine Marke aus New York von einem YouTuber, der meiner Meinung nach sehr, sehr nice Sachen macht. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich liebe den Colorway, ich liebe das Material, es ist wirklich sehr, sehr cooler Pullover, der auf jeden Fall crop geschnitten ist. Man sieht das Ganze, man sollte den so ein bisschen layern dann. Ich trage in dem Fall Größe L. Ich weiß nicht, wie der Stand der Dinge ist, ob es den noch zu kaufen gibt oder nicht. Wenn, ich werde auf jeden Fall unten in der Infobox ein paar Links reinpacken, sodass ihr das, was man noch bekommt, auf jeden Fall auch ja, dementsprechend nochmal nachschauen könnt oder euch auch vielleicht bestellen könnt, ist euch selber überlassen. Aber ich muss sagen, ich bin von diesem Piece extrem, extrem angetan. Ich kann mir den ja eigentlich fast das ganze Jahr vorstellen zu tragen. Ist gerade natürlich so ein bisschen der Hype, Crop-Sachen, Strick etc. Diese Combo kommt auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Viele suchen solche Pieces und ich bin sehr, sehr begeistert. Ich trage auf jeden Fall eine Größe L. Es gibt den in zwei Colorways, in so einem Khaki und in Beige-Braun. Ich habe mich für das Beige-Braun entschieden und ich muss sagen, das war auf jeden Fall die, ja, die perfekte bzw. meine, die richtige Entscheidung einfach, weil das andere ist Khaki, ist nicht so alltagstauglich, finde ich persönlich, wie jetzt diese Farbe, die zu Blue Jeans etc. finde ich persönlich fast perfekt passt. Khaki, ja, ich weiß nicht, man müsste auch den einfach mal in live sehen, den habe ich aber leider nicht bestellt, also ich habe mich einfach nur für einen entschieden und ich kann euch sagen, auf jeden Fall eins meiner Favorite Pickups des letzten halben Jahres, auf jeden Fall und deswegen, ja, Piece Nummer 1, auf jeden Fall der Pulli. So Leute, machen wir weiter mit Piece Nummer 2. Piece Nummer 2 ist eine Zipper-Hoodie-Jacke von Carhartt, eine Vintage-Jacke, die ich mir bei Etsy bestellt habe. Die hat so eine verwaschene Optik, hat auch wirklich nicht viel gekostet. Die gibt es sogar relativ günstig, muss ich sagen. Und ich kann euch einfach nur sagen, ich zeige euch auch genau, wie das Ganze fittet. Ist ein sehr, sehr cooles Piece, weil es einfach so diesen easy, lockeren, übergangsjackenmäßigen Part auf jeden Fall super abdeckt. Die Jacke ist sehr, sehr cool, muss ich sagen, sehr cool abgenutzt. Ich mag sowas im Moment extrem gerne, hat einen sehr lässigen Schnitt. Ja, ist auf jeden Fall kein Fehlkauf gewesen, ganz im Gegenteil, auch da hat sich das Ganze auf jeden Fall gelohnt. Ich habe, wie gesagt, auch nicht viel dafür bezahlt, hat einen sehr schönen Look, sehr schöne verwaschene Optik und ist auf jeden Fall ein Vintage-Card-Piece. In dem Fall habe ich hier eine Größe... Größe L und ja, wie das Ganze fittet, habe ich euch gezeigt. Wenn ihr sowas sucht, es gibt auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten, sowas zu finden. Auch sowas in Beige fände ich sehr, sehr nice und ich kann euch da wirklich nur die App Etsy empfehlen. Ist so eine, ja, wie soll man das erklären? Schrägstrich eBay, Schrägstrich Kleinanzeigen, Schrägstrich Tante Emma Laden, Secondhand Store. Ich kann euch das nicht genau beschreiben. Etsy ist auf jeden Fall eine coole Plattform, wo ich persönlich immer sehr, sehr gerne gucke, wenn es um solche Vintage-Pieces geht. Meistens kommt das auch aus Übersee. Das hier, die Jacke zum Beispiel, kam aus, boah, lass mich nicht lügen, ich glaube aus Litauen. Ich habe keine Ahnung, wie oder war, wer oder was das da reingesetzt hat. Auf jeden Fall war das für einen super Kurs da zu haben. Kam ohne Probleme an und ist auf jeden Fall eine sehr coole Jacke. Dementsprechend Piece Nummer 2. So Leute, Piece Nummer 3 sind ein paar Nike Dunk Lows und zwar für meinen Sohn, die ich jetzt besorgt habe in der Größe 23,5. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, weil ich die Schuhe nämlich selber besitze und dann haben wir im Prinzip die gleichen Schuhe, was ich sehr, sehr feiere und ich freue mich extrem darauf, wenn er hier reinpasst. Die sind ihm noch so circa anderthalb groß und zu groß, das heißt so Spätsommer Richtung Herbst wird das ihm wahrscheinlich passen und ich kann euch sagen, ja, ist einfach wirklich schön. Er wird die auf keinen Fall auftragen, weil die Kids immer relativ schnell da rauswachsen. Aber in dem Fall sind das einfach sehr, sehr coole Pieces, wo ich mich extrem drauf freue.
Wir waren erst mal überlegen, ob wir die zurückschicken sollen, aber ich habe mich dafür entschieden, die zu behalten. Aus dem Grund einfach, weil ich die gleichen Schuhe habe und ich mich darauf freue, dass er einfach dann Partnerlook mit mir sowas trägt. Und ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. Zaubert mir auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht, ja, wenn ihr irgendwann mal Kinder haben solltet oder bekommt etc. Wisst ihr auf jeden Fall, was ich meine. Sehr tolle Geschichte, sehr schön. Haben um die 50 Euro gekostet. So Leute, machen wir weiter mit zwei Hosen. Und zwar habe ich die euch in meinem letzten Favorite Piece der Woche gezeigt. Und diese Hosen habe ich auch mal bestellt. Und zwar sind das Workwear-Hosen, in dem Fall von Zara. Ihr seht das hier, ich habe die in meiner normalen Größe bestellt. Das ist jetzt Größe 32. Ich wollte das Ganze auch nicht ganz so eng haben. Die müssen so ein bisschen lockerer sitzen. Und ich kann euch sagen, die sind so, also ist ein Mix aus einer Chino, weil ihr habt im Prinzip hier diese seitlichen Taschen, keine normalen Jeans-Taschen, aber hinten wiederum sieht es halt aus wie eine Jeans. Ist halt eine Workwear-Hose, beziehungsweise dieses ganze Double Front, wie ihr hier zum Beispiel seht, bei so einer Carhartt-Hose ist halt ja, so ein bisschen kopiert, so ein bisschen nachgemacht. Generell ist das Ganze aus einem Jeans-Stoff und die Hosen, ich blende euch den Preis ein, ich habe den Kopf gerade nicht, leider nicht im Kopf, aber ich kann euch sagen, die Hosen sind meiner Meinung nach wirklich sehr nice. Also vom Fitting her, von den Materialien her, bis zu den Farben, wirklich eine sehr, sehr coole Alternative zu solchen Carhartt-Hosen, finde ich persönlich. Passt extrem gut zu verschiedensten Sachen, ob es jetzt Sneaker, Boots oder etc. sind. Also ich könnte mir dazu auch gut Boots vorstellen. Dieses ganze Workwear-Thema, wie gesagt, ist bei vielen gerade. Und ich predige euch das, wie ich das Ganze auch mit College-Jacken gepredigt habe. Und jeder hat jetzt College-Jacken rausgebracht, auch schon sehr, sehr lange. Workwear ist auf jeden Fall gerade mega, mega nice. Und ja, ich kann euch das wirklich, ich kann euch die Hosen eigentlich nur empfehlen, weil alles andere wäre meiner Meinung nach gelogen. Dementsprechend, ja, die Hosen, zeige ich auch, wie das Ganze sitzt. Auch sehr cool, wer sowas haben möchte. Auch den Link findet ihr für beide Varianten unten in der Infobox. So Leute, bleiben wir mit dem Thema Workwear und da habe ich mir die passende Jacke zu der braunen Hose bestellt. Und auch hier muss ich sagen, hat mich sehr positiv überrascht. Sitzt sehr cool, hat leicht, ja nicht Crop-Fit, aber nicht allzu lang Fit, wie man das von anderen Workwear-Jacken kennt. Von Taschen, wie das Ganze, ich sag mal, bedacht ist. Vom Fit her, ich habe hier eine Größe M an. Auch hier zeige ich euch wieder, wie das Ganze sitzt. Wirklich sehr, sehr nice und kann ich jedem nur empfehlen. Auch als eine sehr coole Alternative, meiner Meinung nach in Creme oder in Blau als Jeansjacke für den Sommer. Sehr cool. Ich glaube, die braune wäre auf jeden Fall nicht so mein Fall, dass ich die behalte. Aber ist natürlich eine sehr nice Schnitt, sehr nice Alternative zu einer Jeansjacke, wie ich das schon gesagt habe. Und wer sowas sucht, kann ich jedem wirklich nur empfehlen, vom Material her bis zum Look etc. Eine glatte, ich würde fast sagen, 10 von 10. So Leute, dann kommen wir zum nächsten Piece und das nächste Piece ist eine blaue Jeans. Auch diese habe ich hier in meinem Video an. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel man davor kennt. Auf jeden Fall nicht allzu viel. Ist eine Tapered-Hose von Mango Man. Finde ich persönlich, es hat einen sehr, sehr coolen Schnitt. Leicht locker geschnittenen Schnitt, allerdings gerade geschnitten, nicht zu eng. Auch hier seht ihr nochmal, wie das Ganze sitzt. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich trage die aktuell sehr, sehr gut zu Nike, sehr, sehr gerne zu Nike Dunks oder ich sag mal auch zu Penny Loafern etc. kann man diese Hose wirklich sehr cool anziehen. Also verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu kombinieren, ist auf jeden Fall möglich. Aber ich muss euch sagen, die Hose hat zum Beispiel kein Elastan drin. Das heißt, entweder sie sitzt oder sie sitzt nicht. Ich habe zum Beispiel auf jeden Fall das Glück, dass das Ganze sitzt. Die gibt es auch in verschiedenen Colorways. Ich habe die auch nochmal in einem dunklen Colorway, in so einem Dunkelblau mir bestellt. Und beide Hosen habe ich auf jeden Fall behalten. Kosten um die 40, 50 Euro und kann ich euch eigentlich auch nur empfehlen. Sehr nice. So Leute, und zu guter Letzt, neues Paar Sneaker auch für mich. Und ich bin ja gerade mehr oder weniger ja, so ein bisschen auf dem Nike Dunk hängen geblieben. Und auch den hier habe ich jetzt so ein paar Tage schon am Start. Also ist nicht flammneu. Aber ihr wisst genau, wann das Ganze gedroppt ist. Nike Photon Dust ist eigentlich ein Woman Size. Ich habe das Glück, dass mein Size auf jeden Fall verfügbar war. Alle, die, ich sag mal, 45 und größer haben, glaube ich, gehen damit leer aus. Die müssen warten, bis die Männergrößen rauskommen. Aber in dem Fall ist es bei mir so, dass meine Größe auf jeden Fall verfügbar war. Ist ein neuer Schuh. Ja, muss ich nicht viel zu sagen. Sehr clean mit diesem Grau, Weiß etc. gehalten. Sehr, sehr nice.
Und ja, auf jeden Fall sehr cool für den Sommer. Kann ich jedem nur empfehlen, wer sowas sucht. Auch der hier, sehr cooler Schuh. Den werdet ihr bei Resellern um die 200 Euro finden. Dementsprechend, wer sowas haben möchte, muss da leider zuschlagen. Oder dann auf die Männer-Sizes warten. Und ja, kann ich jedem nur empfehlen. Sehr, sehr nice. So Leute, das war's von meinen latest Pickups. Ich würde fast sagen, mehr habe ich im Moment mir nicht bestellt, weil ich sag mal, die Standardsachen habe ich auf jeden Fall. So Leute, das war's auf jeden Fall mit meinen latest Pickups. Falls euch das Ganze natürlich gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und ein Like. Und wie gesagt, alle Links findet ihr unten in der Infobox. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao.